Herzlich willkommen zum Tomorrow Focus Panel der Werbemarkt 2015, ein Expertenausblick. Mein Name ist Christoph Schuh, ich stelle mich gleich auch noch mal kurz vor. Ich freue mich sehr, dass wir nicht nur vor großes Interesse treten mit diesem Thema, sondern auch ein hochkarätiges Panel haben. Ich finde den Mix hervorragend aus Medienvertretern, TV und Print, aus dem Bereich Social und aus dem Media-Agenturbereich und aus der Beratung. Gestandene Größen der Medienszene, die, und das vielleicht als kleines Schmankerl am Anfang, die in ihrem privaten Leben auch wirklich Interessantes gemacht haben. Wir haben zum Beispiel einen praktizierenden Chirurg, ich löse das nachher auf, der 2 Jahre praktiziert hat, auch hier in München, vielleicht war einer von Ihnen dabei. Wir haben dann den fast erfolgreichen Surfer, der Surfprofi werden wollte, ich sag's mal gleich, ist der Scott Woods, hat leider die Sponsoren damals nicht gefunden. Wir haben den Handballer, den Handball, ehemaligen Handball-Bundesligaspieler Andreas Schilling von Burda. Ich löse das Thema Chirurg nochmal auf, Dr. Fräker, also praktizierender, ehemals praktizierender Chirurg, dann McKinsey, ist spannend. Und der Thomas Wagner, man glaubt es nicht, aber der war mal Abteilungsdirektor in einer großen Münchner Bank, also auch eine spannende Historie. Und dann haben wir noch den Volker Helm. Du warst mal, was war das, Surfer? Der erste Lehrer in Snowboard in Deutschland. Also wirklich gestandene Persönlichkeiten, zu denen ich eben gesagt habe, warum habt ihr nichts Gescheites gelernt? Aber so sitzen Sie hier heute zusammen und ich freue mich auf eine sehr spannende Diskussion. Ich werde die einzelnen Teilnehmer gleich nochmal vorstellen. Wie ist das Format? Wie haben wir uns das gedacht? Ich werde als Intro sozusagen zum Warmwerden einmal 7 Thesen bringen, wie wir glauben, wie sich die Medienlandschaft und vor allem das Advertising-Geschäft Richtung 2015 verändert wird. Das ist sozusagen das Intro und auch der Versuch, so ein bisschen Fundament reinzubringen, aber wir sind dann auch offen für eine Diskussion. Ich hoffe, dass die Diskussion auch offen und hart und fair geführt wird, dass das hier nicht nur ein Schmusekurs wird, sondern dass wir uns auch gegenseitiges einiges zu sagen haben, wie das gestern wohl auch bei dem Trading-Thema war. Das kam sehr gut an. Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin als Vertreter der Tomorrow Focus AG hier. Ich werde Sie jetzt nicht lange mit der Tomorrow Focus AG langweilen. Wir sind eine börsennotierte Firma, ca. 700 Mitarbeiter, sind in 3 Bereichen aktiv. Im Transaktionssegment gehören zu uns Marken wie die Holiday Check und die Elite Partner. Wir sind im Advertising-Segment aktiv mit der Tomorrow Focus Media, sind Deutschlands größter Display-Vermarkter und haben im Technologiebereich auch noch 2 Marken, die Cellular. Wir bauen mobile Plattformen und Applikationen und die TFT enabled im Prinzip stationäre Websites. Das ist das Portfolio, mit dem wir antreten. Hubert Burda ist unser Hauptaktionär und wir wachsen sehr stark und wir haben natürlich ein Interesse, dass Deutschland als Standort für digitales Geschäft ein attraktiver Standort bleibt und dass die Amerikaner uns nicht mit ihren Geschäftsmodellen überrollen. Und das sehen wir hier heute auch so ein bisschen als Chance. Auch Scott, wenn du dabei bist, als Vertreter der amerikanischen Fraktion, dass wir zeigen, dass wir auch in Deutschland starke Geschäftsmodelle haben und gut funktionieren. So, als Intro, das ist das Bild, so wie ich auch groß geworden bin, das sozusagen das Kaminfeuer, das Wohnzimmer, der Fernseher der 60er und 70er und 80er Jahre, ganz klar das dominante Medium, volle Aufmerksamkeit auf dem Medienkanal. Wir haben sicherlich in den letzten Jahren auch viel erlebt, dass ihr könnt das jetzt leider nicht so gut sehen, ihr müsst euch ein bisschen umdrehen, tut mir leid, dass das Fernsehen natürlich auch im Wohnzimmer Konkurrenz bekommen hat. Es findet auch Parallelnutzung statt, die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Und das Thema wird sicherlich weiter voranschreiten, aber das hat natürlich massive Auswirkungen auf das Advertising-Geschäft, wenn sich diese Mediennutzungssituation verändert. Was ich ein spannendes Chart finde, um mal zu zeigen, was sich in den letzten Jahren eigentlich für eine Dynamik entwickelt hat, womit
im Internet und auch auf mobilen Devices in 60 Sekunden, was dort alles passiert, ist dieses Chart hier, das kennen Sie vielleicht schon, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass in einer Minute über 700.000 Sucheinfragen eingegeben werden, 168 Millionen E-Mails weltweit geschrieben werden, dass mehr als 600 neue Videos hochgeladen werden, dass 370.000 Minuten über Skype telefoniert wird innerhalb von einer Minute und dass wir mehr als 100 neue LinkedIn-Accounts haben, 700.000 Facebook-Status-Updates pro Minute, das werden inzwischen wahrscheinlich 800.000, 900.000 sein. Also man sieht, dass die Mediennutzung sich doch dramatisch verändert hat und dass der Konsument auch sehr stark in eine aktive Rolle reingekommen ist. Vielleicht auch als Intro die PwC-Studie, die vorgestern auch veröffentlicht wurde, die ermittelt hat, dass das Thema Internet zum ersten Mal laut dieser Studie im Nettobereich mit 23% Marktanteil über dem TV liegt, mit 21%. Man kann über diese Studie viel diskutieren und ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, ob dieser jetzt der wahre Wert ist, sondern es geht einfach darum, dass wir über diesen Trend auch nochmal diskutieren, was heißt das für ein Leitmedium wie TV, die ja auch sehr stark in digitale Kanäle gehen, wie ist die Reaktion darauf? Kommen wir jetzt zu den 7 Trends und die würde ich gerne einmal durchdeklinieren und dann vielleicht auch als Basis für die Diskussion nutzen. Klar, der erste Trend, den habe ich eben schon mehrfach erwähnt, Werbung wird digitaler. Ich finde diese Art der Darstellung spannend. Ich möchte jetzt nicht zurück auf das Thema Gutenberg gehen. Also Sie sehen hier im Prinzip die Darstellung, wie sich im Prinzip eine Gesellschaft verändert und damit auch die Mediennutzung. Spannend ist eigentlich ab dem Zeitpunkt Informationsgesellschaft, als die klassischen Medien ganz klar Lean-Back-Medien waren relativ stark, also nehme ich jetzt Print explizit raus, aber TV und Radio waren starkes Lean-Back-Medium. Es kam dann das Internet dazu und dann der Übergang in Phase 2, die wir ja auch als Web 2.0-Phase bezeichnen. Da ging es schon ein bisschen mehr oder geht es auch aktuell mehr in eine Forward-Position rein. Der Konsument teilt sich aktiv mit. Es gibt einen Rückkanal, der nicht nur Rückkanal zum Medium geht, sondern auch Peer-to-Peer zwischen den Konsumenten, eben das Phänomen Social, worauf wir auch gleich kommen. Und unsere gemeinsame These ist, dass wir eigentlich jetzt auch bald in eine Phase 3.0 übergehen, wo das Thema virtuelle Welten relativ wichtig wird, also Media 3.0 haben wir das bezeichnet, und die wird sicherlich auch nochmal die Aktivität des Konsumenten nochmal deutlich stärken, das heißt, er wird noch stärker aus dieser Lean-Back-Position heraus in eine Forward-Position kommen. Es gibt eine spannende Studie, die so ein bisschen die Mediennutzungszeit und den Medienkonsum untersucht, also es ist die ARD und ZDF Langzeitstudie und es gibt von OMD, von der Omnicom Group eine Media Map Analyse und da sehen Sie, wie stark sich doch in den letzten Jahren von 2005 an, Entschuldigung, wie sich von 2005 an die Mediennutzung verändert hat. Ich nehme jetzt mal nur das Beispiel Internet, 44 Minuten durchschnittlich Medienkonsum pro Tag, die 14-Plus-Bevölkerung, 83 Minuten in 2010. Und es gibt jetzt zwei Schätzungen, die von der OMD kommen, einmal 103 Minuten und einmal 189 Minuten. Irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich einpendeln und natürlich wird diese Verschiebung der Mediennutzung auch Auswirkungen haben auf das Advertising-Geschäft, was dort hinterliegt. Wir selber merken und auch viele andere Medienunternehmen, dass wir vor der großen Herausforderung stehen, dass die Mediennutzung inzwischen vom Konsumenten gewünscht mit fließendem Übergang auf allen Kanälen möglich sein muss. Also ich nehme jetzt mal hier das Beispiel TV-Spielfilm, dann kann ich auch jedes andere Beispiel nehmen. Die Konsumenten erwarten von uns, wenn sie ein Smartphone aufmachen, wenn sie einen Laptop öffnen oder wenn sie im Prinzip Smart TV schauen, dass sie am besten einmal sich irgendwo registrieren und den ganzen Service komplett im gleichen Look and Feel überall nutzen können. Das ist eine große Herausforderung für uns, bringt aber auch natürlich ein spannendes Phänomen für die Werbung mit sich. Und auch spannend, und da ist ja zum Beispiel auch ProSieben, Thomas, da seid ihr sehr stark unterwegs, ist das Thema Second Screen.
zum Beispiel beim Thema Germany's Next Top Model gab es sehr viele Second Screen Aktivitäten und auch es gibt, Facebook ist natürlich auch ein relevantes Second Screen Medium, aber man merkt, dass das TV sozusagen natürlich auch einen zweiten Screen bekommt und der auch eine Konkurrenzsituation darstellen kann. Das war also These Nummer 1, digital. These Nummer 2, die Medien und das Advertising-Geschäft, es wird alles mobiler. Wir sehen hier, und das finden wir wirklich ein sehr dramatisches Chart, die Entwicklung einerseits der Desktop- und Notebook-PCs, das ist dieser dunkle Balken und der graue Balken, wie sich dort der Abverkauf pro Jahr entwickelt. Also wir verkaufen in Deutschland alle gemeinsam ca. 400.000 Laptops und also Notebooks und Desktop-PCs. Diese Zahl wird sich laut vieler Prognosen nicht mehr verändern. Wir schwingen uns im Prinzip ein auf diesen 400.000 neuen Geräten, aber dramatisch ist eigentlich die Zahl, die uns jetzt entgegenkommt auf dem Thema Smartphone und Tabs. Wir haben mit diesen Endgeräten bereits im Jahr 2010 das stationäre PC- und Notebook-Geschäft überholt und das wird sich in 2013 so dramatisch entwickeln, dass das sogar doppelt so viele Stückzahlen sind wie sozusagen PC. Also wir werden deutlich mobiler in der Nutzung und das merken wir auch sehr stark bei unseren eigenen Medienprodukten. Also wir haben bei vielen Produkten inzwischen über 20% mobile Nutzung. Das geht sogar jetzt dramatisch hoch in Richtung 30-40%. Da ist ein sehr relevanter Trend, der uns begegnet. Demgegenüber steht aber leider momentan noch das Phänomen, dass sich der mobile Kanal noch nicht so monetarisiert, wie wir uns das alle erhoffen. Hier sieht man eine Gegenüberstellung der Zeit der Nutzer, die Nutzer pro Medium verbringen. Also Beispiel bei dem Thema TV, 40% der Mediennutzungszeit entfällt auf TV und 30% der Werbeausgaben entfallen auf TV. Also TV macht einen guten Job in der Monetarisierung. Wenn ich jetzt aber das Thema Mobil mir anschaue, dann ist es so, dass auf die mobile Nutzung bereits 23% der Mediennutzungszeit entfallen, aber nur 1% der Monetarisierung. Also hier haben wir einen riesen Gap und da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Dritter Trend, Werbung wird sozialer. Spannende Zahl aus den USA. Wir haben in Mitte 2011 zum ersten Mal das Phänomen gehabt, dass sich die Portale wie AOL und Yahoo von der Mediennutzungszeit haben überholen lassen von den Social Networks, also von den Facebook und Twitters dieser Welt. Und dieser Trend geht auch weiter, das heißt die soziale Medien, also die Nutzungszeit auf Social Media Produkten steigt dramatisch an und verdrängt zum Teil die Nutzung der Portale. Dieses Chart, Scott, das ist dir, glaube ich, täglich bekannt, das ist sozusagen die Nutzung der aktiven Nutzer auf der Facebook-Nutzer einmal stationär und einmal mobil. Das ist sogar nur die Zahl bis Q2. Da haben wir 543 Millionen monatliche Nutzer auf dem mobilen Device und 955 Millionen auf dem stationären Device. Inzwischen in Q3 waren die Zahl über 1 Milliarde auf dem stationären und über 600 Millionen auf dem mobilen Device. Also man sieht, wie das mobile Device doch deutlich, ganz deutlich an Bedeutung zunimmt. Auch wir merken das, dass Social nicht nur Facebook und Twitter ist, sondern ich habe jetzt mal zwei Beispiele von uns genommen, eine Holiday Check und eine Yameda. Wir haben inzwischen über 8 Millionen Bewertungen von Hotels auf unseren Seiten, über 8 Millionen. Da kommen pro Tag mehrere Tausend dazu, also das ist ein unglaublicher Trend, den wir da beobachten und bei unserem zweiten Produkt Yameda haben wir jetzt auch schon über 2 Millionen Patientenfeedbacks auf Ärzte. Auch hier und über 2 Millionen Suchabfragen von Ärzten pro Monat. Also auch hier bewegt sich viel. Der User möchte sich aktiv einbringen und aktiv mitteilen. Werbung wird informativer. Ein weiterer wichtiger Trend. Ich glaube, wir alle als Vermarkter haben lange den Fehler gemacht, dass wir uns immer auf das Thema Paid Media konzentriert haben, also versucht haben, die Advertising-Dollars von unseren Kunden in klassischen Medienkanälen abzugreifen. Wir stellen aber fest, dass die Kunden viel stärker auf Owned und Earned Media gehen. Also Owned Media ist zum Beispiel von Procter eine eigene Website,
diese bedienen, die sie natürlich auch vermarkten wollen, also vermarkten in der Form, dass sie Marketing dafür machen wollen. Und Earned Media ist im Prinzip der Traffic, den ich erziele durch die Maßnahmen auf als Werbung treibende auf mein eigenes Portal. Und der Trend, den wir ganz klar sehen, und das sehen wir auch hier in dieser Studie, ist, wenn wir mal Deutschland uns anschauen, wie groß ist eigentlich dieser Bereich Bought Media, also im Prinzip wirklich die Paid Media, dann ist das nur ein Drittel von dem, was ein Werbungtreibender heute für Marketing und Werbung ausgibt, ist wirklich, sind die klassischen Medienkanäle, und ein großer Bereich sind im Prinzip die Owned Media, das heißt das Geld für eigene Aktivitäten, das ist ein sehr großer Bereich, und auch der Corporate Media Bereich soll in Richtung 2015 nochmal stark steigen. Also wir glauben, dass dieser Fokus auf das klassische Anzeigengeschäft vielleicht in Zukunft stärker relativiert wird und breiter geht in weitere Kanäle hinein. Werbung wird präziser und interaktiver. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, was einzelne Unternehmen, also Zalando zum Beispiel, verfolgen wir sehr genau, wie genau die im Prinzip minutengenau tracken, was passiert im TV-Bereich, wenn TV geschaltet wird, wie viele Neukunden gewinnen sie. Das machen wir als Beispiel auch bei Elite-Partner sehr aktiv. Wir sind ein großer TV-Kunde, aber wir tracken sekundengenau, was, wenn wir einen TV-Spot einblenden, was in dem Moment an Aktivitäten, Registrierungen, Neukunden, sind die Neukunden, haben die einen höheren APU, wenn die über TV kommen, als über andere Kanäle, schauen wir uns sehr genau an. Die Kunden bekommen unterschiedliche Landingpages, sie bekommen unterschiedliche Banner, wenn wir sie kennen. Also hier ist sehr viel Data Mining im Spiel, und wir glauben, dass das Thema Data ein ganz wichtiges Thema wird in Zukunft. Wir messen genauer. Und Interaktivität heißt für uns aber auch bei diesem Trend, dass der Kunde das Bedürfnis hat, situativer Dinge Einfluss nehmen zu können, nehmen wir mal das Tatortbeispiel, oder dort mitkommunizieren zu können, oder aber situativ und unterwegs einfach mit einem QR-Code Produkte kaufen zu können. Also die Interaktivität, der Rückkanal wird deutlich, deutlich wichtiger. Sechster Trend, Werbung wird automatisierter. Das ist etwas, was uns sehr stark beschäftigt, was nicht nur den Digitalkanal vor viele wichtige Fragen stellt, sondern auch TV und Print und andere Kanäle. Wir haben hier selber mal eine Studie gemacht, als Tomorrow Focus Media, haben wir die Agenturen und Werbungtreibenden gefragt, wie sie denn einschätzen, wie die Bedeutung verschiedener neuer Spielarten der Angebotsformen, wie die sich verändern werden. Und Beispiel das Thema Realtime Bidding. 51% sagen, wird stark wachsen, 46% wird wachsen. Also es gibt nur 2%, die überhaupt glauben, dass es auf dem Niveau bleibt. Das gleiche bei Data Exchanges und Marktplätzen. Also wir sehen, dass unsere Kunden und Agenturen dem Thema Realtime-Bidding eine hohe Aufmerksamkeit schätzen, hereingeben und natürlich auch aus dem Digitalkanal wünschen, das auf andere Kanäle zu übertragen. Siebter und letzter Trend, Werbung wird messbarer, da gibt es verschiedene Aktivitäten. Google hat gerade den Active GRP ausgerufen, wir haben als Beispiel unseren Kunden jetzt ein Garantieversprechen gegeben, dass eine bestimmte Sichtbarkeit ihres Werbemittels und eine bestimmte Dauer der Sichtbarkeit garantiert gegeben wird und auch eine gewisse Exklusivität. Wir sind da nicht die Einzigen, wir spüren, dass der Kunde nicht mehr nur den Klick im Digitalkanal haben möchte, sondern dass er einfach mehr wissen möchte und mehr messen möchte, und darauf müssen wir als Vermarkter uns einstellen. So, das waren die sieben Trends, hier sehen wir sie nochmal, also digital, mobil, interaktiv, sozial, informativ, automatisiert und messbar. So. Dann möchte ich jetzt nach meinem kurzen Intro überleiten zu den einzelnen Referenten. Ich stelle die noch mal kurz vor. Ich fange noch mal mit dem Thomas Wagner an, weil er mir hier gleich gegenüber als nächstes sitzt. Ja, Vorsitzender der Geschäftsführung von ProSieben Sat1 Media oder 7One Media, sorry, seit Juli 2009. Thomas Wagner war von 2001 bis 2003 Direktor im Bereich Finance und Administration bei 7One Media und war vorher, und jetzt kommen wir auf diesen Punkt, bei der Hypo Vereinsbank als Abteilungsdirektor für den Bereich Firmenkunden zuständig, was ich bisher nicht wusste.
So, Volker Helm, Sprecher der Geschäftsführung MediaPlus, als Agenturvertreter für uns natürlich auch spannend als Teilnehmer, war vor seiner Zeit bei MediaPlus CEO der Initiative Media in Hamburg und war davor Geschäftsführer von Wundermann und auch bei Ogilvy in Frankfurt aktiv, hat sich auch als Kannjuror in vielen Bereichen aktiv gezeigt. So, dann haben wir den Chirurgen, Dr. Markus Fräker, freue mich, Ex-Chirurgen, dass Sie eingesprungen sind, auch für den Adam Bird, der kurzfristig absagen musste. Dr. Fräker ist Partner bei MCK und ist verantwortlich für die Bereiche Telekom, Media und Technology, ist bereits seit 2000 bei McKinsey und seit 2006 Partner im Büro München und hat in Stanford studiert, spannende, und Kyoto habe ich gesehen, sehr spannender Lebenslauf. So, dann haben wir Scott Woods, seit 2009 Commercial Director für die Region DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz bei Facebook und Leiter der deutschen Niederlassung in Hamburg. Ich kenne den Scott auch schon sehr lange, sehr geschätzt, war vorher unter anderem auch bei Google verantwortlich, dann bei Last.fm und davor bei Gruner und Jahr und Axel Springer, also ein richtiger Medien- und Internetmann. Und als letztes Andreas Schilling, mein sehr geschätzter Kollege beim Burda Community Network BCN, Geschäftsführer seit 2003 bereits, davor von 2001 bis 2003, Anzeigenleiter beim Stern und davor schon mal bei Burda gewesen, in verschiedenen Funktionen als Anzeigenleiter, Gesamtanzeigenleiter und eben von 1985 bis 1994 Handball-Bundesligaspieler in der ersten Bundesliga. So, dann würde ich jetzt gerne überleiten in meiner zweiten Funktion. Ich ziehe jetzt sozusagen meinen anderen Hut auf und werde jetzt mal die kritischen Fragen stellen hier. Apropos Fragen, ich freue mich sehr, wenn Sie gerne auch zwischendurch Fragen stellen. Wir machen ansonsten am Schluss nochmal einen Fragenblock von einer Viertelstunde bis 20 Minuten, wo Sie gerne auch aktiv mit einsteigen können. Ich hoffe, das Mikro funktioniert, Sie hören mich. Scott, ich würde gerne mit dir anfangen, weil ihr ja vorgestern eure Quartalszahlen bekannt gegeben habt und das spannende Phänomen oder der hohe Druck bei Facebook sicherlich auf dem Thema Monetarisierung des mobilen Kanals lag und liegt. Inzwischen habt ihr sicherlich einen sehr hohen Anteil von mobilen Traffic. Und der wandert auch dort im Prinzip herüber. Und ihr müsst sicherstellen, dass dieser mobile Kanal von der Monetarisierung zumindest das Level vom stationären Internet erreicht. Ihr habt ganz ordentliche Zahlen bekannt gegeben. Der Druck wird trotzdem bleiben. Vielleicht kannst du mal berichten, wie ihr mit diesem Twist Mobile First, wie ihr im Alltag damit umgeht. Ja klar, also Mobile First ist ein Schlagwort, das sowieso gerade durch die Branche letztendlich geht, aber für uns im Unternehmen tatsächlich auch einen Einzug gefunden hat. Das fing schon ein bisschen vorher an, hat nicht notwendigerweise sofort was mit der Monetarisierung zu tun gehabt, sondern wir haben gemerkt, wie viel mehr wir mobil genutzt werden, also eine der meistgenutzten mobilen Plattformen, meist downgeloadete Applikationen, meistens bei iTunes, Android und praktisch auf jedem anderen Gerät. Und gleichwohl war das Erlebnis für die Nutzer eigentlich nicht so stark. Wir hatten eine Wette abgeschlossen auf eine bestimmte Technologie und die erwies sich halt erstmal nicht so ganz richtig, also auf HTML5 zu setzen statt auf native Applikationen. Das haben wir dann korrigiert Anfang des Jahres und da konnte man auch sehen, dass die Geschwindigkeit, mit der Mobile zunimmt, immer schneller wird. Also wir waren etwas überrascht, wir wussten immer, dass es kommt, aber es kam deutlich schneller, als wir es eigentlich dachten. Und ich glaube, das ist so eine der Hauptthesen, die du da hattest. Ich glaube, Mobilität und Mobile wird, glaube ich, für alle Player im Markt, ist man Vermarkter, ist man eine Marke, letztendlich das relevanteste Thema überhaupt sein. Wir haben dann das Thema, wie können wir eigentlich die Monetarisierung der mobilen Experience letztendlich, sind wir gerade erst vor 6 Monaten angegangen und dadurch, dass natürlich das
das mobile Erlebnis ein ganz anderes ist als auf dem Desktop, nämlich ich habe den Newsfeed, ich habe nicht links und rechts, haben wir angefangen umzuwandeln, letztendlich, dass wir auch im Newsfeed, wo wir bislang keine kommerziellen Nachrichten hatten, die einzubetten in einer sinnvollen Art und Weise, die für die Nutzer auch interessant und engaging ist. Und das fing, glaube ich, im April an. Also im April hatten wir 0% mobil Revenue und jetzt hast du gerade angesprochen, wir haben vor 2 Tagen unsere Quartalszahlen rausgegeben, wir sind jetzt bei 14%. Also eine ziemlich schnelle und dramatische Wandlung, auch in der Art und Weise, wie Werbung bei uns auf der Plattform belegt wird. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, das sind natürlich jetzt viele Testkunden und ihr habt ja auch die Return on Invest Diskussion mit euren Werbekunden geführt. Es gab dieses GM-Beispiel, wo der Kunde auch heftig reagiert hat. Wie ist denn euer Stand der Dinge, zum Beispiel bei Branding-Kunden, wie versucht ihr die zu überzeugen, dass Facebook auch einen nachhaltigen Return on Invest erzielen kann? Was sind da, seid ihr marktforschungsmäßig unterwegs oder was macht ihr da? Ist eine interessante Fragestellung, weil wir eigentlich als Plattform für einen Werbungtreibenden in jedem Teil des Funnels, des Marketing-Funnels, bestimmte Angebote haben, die genutzt werden können. Wir sehen, dass hauptsächlich Unternehmen über die letzten 1-2 Jahre erstmal den ersten Schritt in Social gemacht haben, die erstmal hieß, ich brauche erstmal eine Page und wie lerne ich denn überhaupt damit umzugehen, dass ich diesen Rückkanal vom Konsumenten habe. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Methodiken, die ich nutzen kann, je nachdem, was mein Ziel ist. Ein Retailer, gerade ein E-Commercer, ist vielleicht doch noch an den Klicks interessiert, beziehungsweise an die direkte Conversion von jemand, der auf ein Werbemittel klickt, auf die Webseite geht und das misst. Solche Unternehmen können sehr, sehr schnell skalieren, weil sie sehr schnell nachvollziehen können, wie erfolgreich ihr Invest war. Und dann gibt es natürlich ganz andere Unternehmen, die eher auf Awareness aus den Konsumgüterhersteller etc. Da machen wir in der Tat viel in Richtung Marktforschung. Wir haben in Deutschland speziell mit der GfK zusammengearbeitet und haben verschiedene Cases draußen. Also Nutella ist ein ganz starkes Beispiel, was wir hatten. Eine Kampagne, die schon letzten Weihnachten lief und die 15% der In-Store-Sales zurückführen konnten auf die reine Facebook-Kampagne. Und das sind Sachen, die wir gerade erst angehen, um natürlich den Nachweis zu erbringen, die Werbetreibenden von uns gerechterweise fordern. Kommen wir gleich nochmal zu. Andreas, vielleicht mal eine Frage an dich, wo wir gerade beim Thema Nachweis sind. Ich weiß, du hast da eine sehr schwierige, aber auch interessante Aufgabe, die alte Mama Print zu überführen in ein wieder innovativeres Produkt und bist da auch schwer unterwegs. Was sind eigentlich momentan die Schritte, wie man sozusagen das Thema Printwerbung in eine Offensivstrategie umwandelt? Was unternehmt ihr da und was sind die Erfolge, die ihr erzielt? Ja, man kann es zum einen natürlich von der Werbeseite beleuchten. Ich fand es auch spannend auf einem Chart, ich glaube es ging um die Mediennutzung, Ausblick 2015, da fanden wir unter sonstigen statt, also wir waren nicht mal mehr aufgeführt. Das ist schon auf der einen Seite beunruhigend. Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es darum, dass das Medienunternehmen heute, wenn ich mal für die Gattung spreche, insgesamt von Technologieentwicklungen angetrieben werden. Wir reden heute, wir haben ja hier viele digitale Themen, da geht es um Software, es geht um Big Data. Aber das war auch zu früheren Zeiten schon so. Wenn Sie 1984 nehmen, vom öffentlichen rechtlichen TV aufs private TV, es war letztendlich die Technologie. Und auch hinter Print steckt eine äußerst erfolgreiche Technologie, nämlich die des Druckhandwerks. So, das heißt, wir haben in allen Medienentwicklungen eine Technologie dahinter. So, das muss man einfach mal festhalten. Und daraus ergeben sich natürlich auch Chancen und insgesamt entwickeln sich ja Medienunternehmen heute oder finanzieren sich über die verschiedenen Erlösquellen. Das sind einmal das ist die Transaktion, das ist die Werbung und das sind Servicethemen. Und da gibt es Verschiebungen. Das haben wir im Bereich der Transaktion, das war früher ausschließlich der Vertrieb, das ist heute Handel, das ist heute E-Commerce und in der Werbung ist es ähnlich. Früher gab es TKP-Geschäft, CPM und heute kommen CPO, CPX. Es gibt eine Verschiebung, die gibt es auch bei uns.
im Konzern, für den ich hier stehe, Hubert Burda Media, die gibt es aber auch auf der Werbeseite. So, und dem entgegnen wir sehr neutral mit der Plattform Brent. Und dann gilt es natürlich, den Nachweis zu führen, auch wie wirkt dieses Medium, diese Gattung. So, und auf jeden Fall muss man, glaube ich, den Blickwinkel erweitern, und man darf nicht nur Schmalspur zu sagen, hier ist Print, hier ist digital, sondern man muss über einen weiteren Horizont rangehen an die Themen. Und wie schafft das ein Haus wie Burda, dieses Media in Transition, also dieses Thema, sich aus einem Verlagshaus zu einem All-Media-Unternehmen zu bewegen? Was passiert da intern? Ja, wie ich schon sagte, also wir als Medienunternehmen, Hubert Burda Media, nutzen diese aktuellen Technologien, und wir müssen über diese Technologie natürlich solche Inhalte kreieren und arrangieren, und zwar über alle Plattformen hinweg, dass wir letztendlich für die Konsumenten, für die Menschen draußen eine Leidenschaft entwickeln. So, und daraus müssen wir einen Mehrwert bieten, und dann stellt sich nicht mehr die Frage rein allein nach Print, nach Online, nach Mobile, nach Digital, sondern es geht letztendlich um einen attraktiven Content in der Kreation und den über die unterschiedlichsten Plattformen so nutzbar zu machen, dass wir möglichst viele Menschen, Konsumenten erreichen. Das gilt sowohl für die Leser, für die Nutzer, aber letztendlich auch dann für, in unserem Geschäft, für die Werbekunden, den attraktiv zu gestalten. Würde ich gerne mal auf das Thema Kreation, auf den Volker Helm zu gehen, weil natürlich die Frage 2015 auch eine Frage ist, welches Rollenmodell nimmt welcher Marktpartner ein? Die Agenturen, jetzt nehme ich mal dein Geschäft, das Media-Agenturgeschäft, ist ja momentan in einem starken Veränderungsprozess. Einerseits die Automatisierungstendenz, die wir ja eben auch als einen Trend gesehen haben, wo man vielleicht sagen könnte, wozu brauche ich eigentlich noch eine Agentur, wenn ich sozusagen automatisiert meine Werbung einkaufen kann mit einem Preis, der sich über Angebot und Nachfrage ergibt. Und das zweite Thema Kreation. Viele Medienhäuser haben inzwischen eigene Kreationsabteilungen, um Produkte bis hin zu Werbemitteln als Package anzubieten. Wie ist denn deine Sicht, was wird aus einer Mediaagentur in 2015, wie wird die aussehen, was wird die machen? Wird die weiterhin das gleiche Geschäft machen, wird die sich verändern? Also ich glaube, dass der Trend weiterhin dahin gehen wird, der qualitativen Beratung der Werbung Treibenden. Wir haben gerade eben über Technologie gesprochen, wir haben aber auch über Relevanz gerade eben gesprochen, was wir gerade eben gehört haben, und das wird getrieben durch den Konsumenten. Und das ist etwas, wo wir auch sehen, dass die Mediaagenturen einen sehr starken Beitrag natürlich leisten, zu wissen und zu forschen und herauszufinden, wo ist der Konsument, mit welchem Medium will er mit einer Marke interagieren, und dort nicht im Copy and Paste, wenn in einem Medium der Content entwickelt wird, auch dann ausgesteuert wird, crossmedial, nein, sondern, und das ist das, was du ansprichst, dass man sagt, so in meinem Mobile Device muss es eben anders aussehen, als wenn ich eine Broschüre habe oder wenn ich es im TV sehe oder in anderen Medien. Da glauben wir, dass der Bereich der Insights, der Konsumenten, des Konsumenten-Know-how extrem wichtig ist, auch die Leistung dort zu haben, der ganzheitliche Berater zu sein. Es wird auch 2015 so sein, dass wir Spezialisten brauchen, die Aussteuerung letztendlich ausliefern und auch herstellen können, aber die Beratungsleistung wird eine ganz wichtige sein, und da ist die Mediaagentur der Partner der Marke, aber auch natürlich der Partner der Medien, weil wir dort immer wieder das Miteinander haben, so was, wo treibt uns IT hin, wo treibt uns Technologie hin, was können wir morgen machen, lineares Fernsehen, On-Demand-Fernsehen, wie gehen wir mit Bewegtbild im Mobile-Device aus, wir haben gerade über Facebook gesprochen. Wie wird dort der Nutzer letztendlich mit umgehen? Vielleicht mal eine provokante Frage an dich, Thomas. Wenn wir jetzt sozusagen von dem Jahr 2015 sprechen und dass die Agenturen sich verändern werden, und wir sehen, wie sich Google, wie sich ein Apple und ein Amazon in Richtung Medienunternehmen entwickeln, und was ist sozusagen eure Antwort auf diese Bedrohung, die ja, wenn ich mich an die Medientage letztes Jahr noch erinnere, noch nicht öffentlich ausgesprochen wurde, aber dieses Jahr
dann ja auch schon doch auch klar formuliert wird, dass diese Unternehmen auch vorhaben, Medienunternehmen zu werden, kaufen eigene Contents ein, vermarkten selbst und unterstützen TV-Produktionsstudios in den USA, also machen eigentlich das, was ihr seit vielen Jahren erfolgreich betreibt. Was ist die Antwort? Also wie wird sich ein Haus wie ProSiebenSat.1 Richtung 2015 dieser Bedrohung erwehren? Also mal so ganz übergreifend natürlich auch über den Begriff Veränderung. Also wir müssen uns natürlich auch entsprechend an diese Entwicklungen anpassen. Und von deinen Trends her stimme ich mit vielen Themen überein. Wir werden auf alle Fälle deutlich mobiler werden. Ich gehe davon aus, 2014 werden wir mehr mobile Internetzugänge haben als über die Desktops. Wir werden natürlich, und zwar vorher ist der Begriff Second Screen gefallen, wir werden nicht nur über einen Second Screen sprechen, wir werden über vier Screens sprechen, über den großen Flat Screen, wie er in den Wohnzimmern hängt. Und man muss immer noch vor Augen führen, wir verkaufen in Deutschland knapp 10 Millionen Fernsehgeräte pro Jahr. Das Thema High Definition ist es ein Thema, also das ist nach wie vor präsent. Also im Fernsehen an und für sich ist mir dabei zunächst mal nicht Angst. Die Frage ist, wo findet denn Fernsehen überhaupt statt? Und da haben wir den großen Screen. Da haben wir natürlich unsere Angebote im digitalen Bereich, also auf dem Desktop, dann natürlich auf dem Tab und Mobile. Und es wird auf jedem Device ein Stück weit anders funktionieren und angeboten werden müssen. Und das ist schon die Herausforderung für uns, da auch die richtigen Formen zu finden. Aber da geht es zunächst mal, wie schaut das inhaltliche Angebot aus, aber dann natürlich insbesondere für uns als Werbevermarkter oder Bewegtbildvermarkter um das Thema, wie öffne ich diese zusätzlichen Touchpoints des Konsumenten für meinen Advertiser. Und da müssen wir auch Lösungen finden. Und 2015, glaube ich, ist nicht, also 3 Jahre ist da noch hin, dass wir da diskutieren über den 5. und 6. Screen, sondern ich glaube, da müssen wir erstmal alle unsere Hausaufgaben machen und sagen, wie wird das entsprechend gemessen, wie kann man Erfolge der Investition nachweisen. Und eins muss man ja schon mal sehen, Fernsehen hat immer noch eine stabile Nutzungsdauer von 3,5 Stunden. Fernsehen erreicht pro Tag 50 Millionen Zuschauer. Und um was geht es eigentlich? Um schnellen Reichweitenaufbau, Emotionalität, Suggestivkraft. Das wird sich auch bis 2015 nicht ändern. Das wird die Basis bleiben. Allerdings wird sich sicherlich das Nutzungsverhalten, und das ist von Altersgenerationsthemen natürlich durchaus unterschiedlich, teilweise verlagern. Das Lagerfeuer wird in bestimmten Themen gleich bleiben. Ich denke zum Beispiel an Sport oder so große Events wie The Voice. Hätte ich gern mehr bei uns als Fläche, aber das ist leider auch limitiert. Aber das sind Themen, die werden auch bleiben. Bloß um bei The Voice vielleicht auch noch ganz kurz ein Wort zu verlieren, ist für uns natürlich als Inhalteanbieter und als Bewegtbildvermarkter schon eine Herausforderung. Wir haben gehört, es gibt eine deutlich steigende Parallelnutzung. Also müssen wir versuchen, den Zuschauer in den First Screen mit einzubinden. Wie tun wir das? Wir haben quasi eine App entwickelt, wo dann quasi neben dem Hauptscreen auf dem Second Screen eben weitere vertiefte redaktionelle Inhalte stattfinden, wo aber auch Facebook stattfindet, wo Twitter stattfindet, wo man mit dem Medium interagieren kann. Da sind wir inhaltemäßig dran. Ja, und für uns ist natürlich dann spannend, ich möchte ja den Sponsor, und jetzt bleibe ich mal bei The Voice, das ist VW und das ist Vodafone, natürlich mitnehmen auf dieser Reise. Und da bieten sich natürlich auf diesen Geräten auch nochmal unterschiedliche Möglichkeiten an, denn alles, was digital ist, kann ich natürlich auch regional aussteuern. Und das ist uns ja leider im TV verwehrt. Und insofern, glaube ich, haben wir da schon Herausforderungen, aber die werden wir auch schaffen. Und wenn ich da nochmal nachfragen darf, mit dem direkten Wettbewerb, wie geht ihr da um? Also Beispiel YouTube mit Inhalten bestücken, Beispiel Eigenformate auf anderen Plattformen zu verkaufen, ist es ein No-Go, dass das Amazon irgendeine Serie von euch als Paid-Produkt danach verkauft? Ist es ein No-Go, dass in YouTube auf YouTube bestimmte Inhalte nachher distribuiert werden? Oder ist es ist man da Frenemy? Also im Bezahlt-Bereich gibt es natürlich schon Kooperationsmöglichkeiten. Wenn wir sagen, bezahlt, sind wir natürlich auch bereit, unsere Library entsprechend zu nutzen. Das ist klar ein Teil des Geschäftsmodells. Was YouTube betrifft, da kann ich ganz klar sagen, da gibt es keinerlei Inhalt, die Zulieferung. Warum sollte man das auch tun? Wir haben mit MyVideo die größte deutsche Free-Video-Plattform, wo wir alle unsere Inhalte gratis zur Verfügung stellen. Und bei YouTube ist es schon ja letztendlich, ich meine, gestern auf dem Panel sich da hinzustellen und letzte Woche eine Anzeige rauszugeben, wo man, oder eine Pressemitteilung rauszugeben, wo man sagt, okay, man geht mit 60 Kanälen, wird man plötzlich TV-Anbieter und gestern sagt man dann, nee, ich bin kein Inhalteanbieter, was ums Thema Regulation geht, muss ich sagen, das finde ich schon fragwürdig.
Und von der Seite her, also YouTube werden wir sicherlich inhaltemäßig nicht bestücken, aber mit Pay-Anbietern werden wir sicherlich kooperieren. Mhm. Herr Dr. Fraecker, Sie haben sozusagen den internationalen Blick als McKinsey-Mann durch das Netzwerk. Wir sprechen ja bisher aus deutscher Perspektive Richtung Advertising 2015. Was uns natürlich sehr stark interessiert, machen wir in Deutschland irgendeinen Fehler? Gibt es Themen, die wir vielleicht, also wenn wir den Werbemarkt weiterentwickeln wollen, Digitalkanal erschließen wollen, gibt es andere Länder außerhalb den USA, vielleicht auch Länder, die bestimmte Entwicklungen einfach überspringen? Gibt es Dinge, die Sie sehen im Ausland, die für uns Cutting Edge wären, die wir vielleicht mehr beachten sollten? Ja, ich habe mir im Vorfeld zu dem Panel natürlich auch nochmal die internationalen Zahlen angeguckt. Ich glaube, was die generellen Trends angeht, ist es relativ einheitlich. Wenngleich natürlich die jeweiligen Situationen in den verschiedenen Ländern stark von den technologischen Voraussetzungen getrieben sind. Länder, in denen es einfach keine Breitbandinfrastruktur gibt, da spielt natürlich entsprechend IPTV keine Rolle. Das sind Länder wie Afrika, zum Teil auch China, wo dann das Mobile durchaus zu einem First- oder echten Second Screen unter Überspringung des Laptops auch werden kann. Genauso, YouTube hat kürzlich veröffentlicht, dass in den letzten 18 Monaten ihre mobile Nutzung weltweit von 6% auf 25% angestiegen ist, Anteil mobiler Nutzung. Wenn man jetzt aber Länder wie Korea oder Saudi-Arabien nimmt, da gibt es bereits heute eine Nutzung von mehr als 50% mobil. Also insofern abhängig von der Verbreitung von Endgeräten, von technologischen Infrastrukturen, hier insbesondere Festnetz und Mobilbreitband, gibt es Unterschiede im Nutzungsverhalten. Aber generell, wenn man auf den Werbemarkt schaut, sehen wir wenig Unterschiede. Also die generelle Situation, dass die Board-Media oder die klassischen Above-the-Line-Media in entwickelten Märkten wie Deutschland, den USA, England, Frankreich kein Wachstum zeigen, sondern in Summe stagnieren und bestenfalls sich eben verschieben. TV bleibt, glaube ich, entsprechend der Nutzungssituation auch nach allem, was wir sehen, stabil, weil es einfach das Reichweitenmedium ist. Auch in einer sich fragmentierenden TV-Landschaft gibt es einfach kein alternatives Medium. Print verliert auch in printaffinen Ländern wie Deutschland oder früher auch Frankreich oder UK und online gewinnt halt überall. Ich glaube, spannend sind dann die Anteile. Im UK sieht man jetzt online mit 33%, glaube ich, Gesamtwerbemarktanteil, was mehr ist als Fernsehen, was mehr ist als Print, also hier online als dominierendes Medium. Das Wachstum von online wiederum, stark Bewegtbild getrieben, und da ist natürlich die Frage, wer bietet das Bewegtbild an? Die internationalen Beispiele zeigen, dass das auch Verlage sein können. Huffington Post, Wall Street Journal Live, oder auch Sie haben den Rainer Lauchs geholt und mit Burda Intermedia, das spricht, denke ich, auch für Bewegtbild bei Burda. Hulu in den USA ist ein Anbieter der Fernsehsender gewesen, aber auch YouTube, die natürlich mit ihren Sendern jetzt zunehmend Professional Content anbieten, steigern natürlich das Inventar. Was sagen Sie Ihren Kunden, wenn die Sie zu Facebook fragen, machen oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die entscheidende Frage ist ja, welche Metriken will man nehmen? Und vielleicht der bekannteste und unbeliebteste Facebook-Case ist wahrscheinlich der Pepsi-Case. Einige mögen es kennen, die TV-Vermarkter haben es durch die Republik getragen. Facebook hat, oder Pepsi hat 20 Millionen US-Dollar in Social Media gesteckt. Und Pepsi hat da, glaube ich, auch nach üblichen Metriken gute Ergebnisse erreicht. 3,5 Millionen Likes bei Facebook, 60.000 Follower bei Twitter, hat eine Voting-Plattform mit 80 Millionen Votes. Also klingt erstmal alles gut, was die Social Media Metrics angeht. Problem, 400 Millionen US-Dollar weniger Umsatz, 5% Marktanteilsverlust und zum ersten Mal hinter Coca-Cola und Diet Coke die Nummer 3 im US-Markt. Wenn man jetzt dem Pepsi-CMO zuhört, der war im Sommer auf einer Konferenz, das Video gibt es auch bei YouTube, wenn Sie Pepsi und Social Media bei YouTube googeln, müssten Sie das eigentlich finden, dann sagt er auf die Frage, what's the next big thing? TV is the next big thing. Und das ist natürlich ein Stück weit ernüchternd, gerade bei so einem Zukunftspanel. Und da wird es aber, glaube ich, davon abhängen, auch einfach die Konvertierung zu schaffen und die entsprechenden Metriken zu haben, den Werbetreibenden, die Effizienz und die Effektivität zu geben.
steige da gleich mal ein. Die richtigen Metriken ist natürlich absolut richtig. Und eigentlich haben sich die Metriken nicht geändert. Das ist eigentlich der Punkt. Ich glaube, eine große Fokussierung gab es auf Fans. Wie viele Fans habe ich? Wie viele Follower habe ich? Oder Likes oder Ähnliches? Das ist kein Business-Ziel. Es ist nicht mein Business-Ziel, x Fans zu haben. Man muss auch schauen, dass die reine Fananzahl selbst eigentlich nichts aussagt. Sind es die richtigen Fans? Sind es die, die meine Kunden sind? Entsprechen sie der Demografie, an dem ich meine Produkte letztendlich herantragen möchte? Das heißt, Zielsetzung muss natürlich immer sein, Umsatzmaximierung, Mehrverkauf oder klassische andere Marketingmetriken, ich möchte mehr Markenbekanntheit oder Ähnliches. Und das ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn man eine Kampagne fährt in Social Media, abseits nur von der Kommunikation, ist, dass man sich bewusst ist, was ich eigentlich erzielen möchte. Und das ist etwas, was viele Unternehmen derzeit sich noch nicht setzen, sondern setzen auf diese Fanzahl. Zunehmend haben wir aber, und ich hatte gerade das Ferrero-Beispiel genannt, wo die halt, glaube ich, 8% ihres Media-Budgets auf Facebook investiert haben und dann 15% letztendlich Erlöse daraus erzielen können. So eine Korrelation ist viel, viel wichtiger als etwas wie Likes etc. Ne? Und da hoffen wir, dass wir auch viel mehr Cases in Zukunft haben. Es gibt auch aus den USA, Pepsi ist vielleicht etwas, was nicht gut gelaufen ist. Übrigens, Pepsi hat andere tolle Sachen gemacht, wo sie sehr, sehr erfolgreich waren. Und dann gibt es andere tolle Cases, wo jemand sagt, nicht so viel investiert, aber dafür mehr Umsatz letztendlich gemacht. Und wie mache ich es, ist letztendlich die Frage. Und habe ich meine Ziele richtig gesetzt und mache ich die richtigen Schritte, damit ich da letztendlich hinkomme und messe ich es auch richtig. Vielleicht da auch abschließend auf Ihre Frage, was raten wir unseren Klienten? Und das gilt, glaube ich, für Werbetreibende genauso wie für Medienunternehmen. Die Frage, die wir am Anfang immer stellen, ist, was soll denn erreicht werden? Weil dagegen muss man sich messen und das ist auch das, was wir Medienunternehmen oftmals gesagt haben, gerade bei Bewegtbild. Traffic ist erstmal kein Geschäftsmodell. Traffic isoliert ist ein Kostentreiber, weil eine Hosting-Kost damit einhergeht. Ich brauche also irgendeine Form von Monetarisierung. Der Werbetreibende will entweder im Sales Funnel seine Awareness steigern, um dann hoffentlich die Conversion und den Abverkauf hinzukriegen oder direkt auf den Abverkauf gehen. Das Medienunternehmen braucht eben entweder Werbeerlöse oder Paid Content. Wenn beides nicht da ist, und das hat man, glaube ich, mit User-Generated Content auch sehr schön gesehen, dann hat sowas kein Geschäftsmodell. Nicht umsonst wechselt YouTube auf Professional Content, weil da sind die Werbetreibenden bereit, im Umfeld ihre Anzeigen zu platzieren. Das sind Inhalte, für die Verbraucher bereit sind zu bezahlen und das ist halt die notwendige Voraussetzung, das Geschäftsmodell. Okay. Jetzt frage ich den Volker M. nochmal. Wenn du jetzt Empfehlungen aussprichst für Kunden wie deine Kunden wie BMW und Co., wie gehst du oder was glaubst du, wird sich Richtung 2015 ändern, wenn du jetzt zum Beispiel Andreas Schillings neue Initiativen dir anschaust, das TV-Thema Social, wie wird eine Media-Empfehlung 2015 aussehen im Gegensatz zu heute? Also wie werdet ihr, was werdet ihr anders machen? Werdet ihr integrierter planen? Werdet ihr die Kanäle wieder weiter auseinanderziehen? Was ist deine These? Die These, die wir anstellen, und du hast jetzt gerade den Kunden BMW angesprochen, als ein Kunden und Industriekunden, der eine sehr große Zielgruppe anspricht, der Emotionen auch verkauft und Produkte damit verbindet. Und dann kommen wir mit Bewegtbild schnell, dann kommen wir mit Facebook, das Teilen, Erlebnisse teilen, ganz schnell in diese Bereiche. Wir sehen unsere Aufgabe nochmal als Agentur, der ganzheitlichen Beratung, nicht das Singuläre. Ist Facebook die Antwort auf, das sehen wir so nicht, das wäre auch falsch beraten, weil das wäre wirklich nur in Silos gedacht, das wäre eine Antwort auf die Frage, soll ich Facebook machen, ja oder nein, halten wir nicht für richtig. Die Klaviatur dessen, wenn wir beim Automobilhersteller bleiben, es gibt einen Kaufentscheidungsprozess, der fängt irgendwann mal an, dann setze ich mich mit einem Medium auseinander. Heutzutage wissen wir, das ist in erster Linie erst einmal online. Ich schaue es mir an, ich schaue mir Filme im Web an, ich gehe dann vielleicht mal in eine Niederlassung zu einem Händler, spreche mit jemandem, nehme was Hochglanz mit, ich fahre mit dem Ding mal. Das heißt, ich habe im Verlauf immer mehr Kontaktpunkte mit der Marke, die mich berühren, emotional berühren, mich im Kaufentscheidungsprozess voranbringen. Und da die richtige
Aussteuerung dessen, und da kommt Big Data, das war eins deiner Themen, wie nutze ich diese Wust an Daten, die Unternehmen dieser Größenordnung haben, zum einen zielgerichtet, aber auf der anderen Seite auch so, dass ich Erwartungshaltungen der Konsumenten befriedigen kann in dem Medium, in dem sie gerne den Content genießen wollen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, welche Tools, also 2015 stelle ich mir vor, da sitzt sozusagen der Trader und hat sein Dashboard und der gibt dann Print ein oder TV, gibt den Medienkanal ein und guckt dann, was ist sozusagen an Inventar dran und klickt dann drauf, gibt einen Wunsch-ROI ein, der Vermarkter sagt, machen wir, steige ich drauf ein oder wie muss ich mir das 2015, ist das völlig abstrus oder ist das eine Richtung, in die es gehen wird? Also wir glauben schon dran, dass wir, und du hast auch vorhin Real-Time-Bidding angesprochen, dass Flexibilität auch bei den Vermarktern etwas sein wird und auch bei uns als Agentur, in die wir uns bewegen müssen, alle miteinander. Commitments, die am Anfang des Jahres getätigt werden, die dann eine längere Laufzeit haben, geben auf allen Seiten Sicherheit heute, aber wenn wir ins nächste Jahr reinschauen, wirtschaftliche Entwicklung, was uns dort blüht, was da vor uns liegt, auch gerade im Automobilbereich. Wir glauben dran, ich glaube dran, persönliche Meinung, dass wir dort Flexibilität zeigen müssen in allen Bereichen, dass wir da auch schneller sein müssen, um dann zum einen auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können, aber dann auch um auf Marktgegebenheiten reagieren zu können. Jetzt frage ich mal Andreas Schilling und Thomas Wagner. Werdet ihr 2015 in automatisierte Plattformen Inventar einstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich fange mit Andreas mit dir an. Aus heutiger Sicht überhaupt nicht. Ich denke, völlig klar ist, dass heute neue Geschäftsmodelle insgesamt entstanden sind und der Wettbewerb um Leser, Nutzer, aber auch um die Kunden und vor allem der Nachweis und die Relevanz eines Mediums für Werbungtreibende enorm gestiegen ist, beziehungsweise es verändert sich. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Und unser Ziel ist es, das BCN, aber ich denke auch, ich spreche hier für den Konzern Burda Gesamt, dass wir uns eben ganz nah am Konsumenten, am Leser, aber auch am Nutzer bewegen. So, und der entscheidet letztendlich, wie wir ihm begegnen müssen. Und dann muss man die Geschäftsmodelle entsprechend draufsetzen. Und wenn die Agenturen sagen, liebe Burdas, wir wollen euch anschließen an so eine Plattform, würdet ihr es machen oder würdet ihr sagen, machen wir nicht oder machen wir es mit Teilen? Da machen wir heute keine Gedanken drüber. Wie ist das bei euch? Also deshalb, ich kann es mir nicht vorstellen, denn vor dem Hintergrund, ich meine, es ist keine reine Commodity, wo man sagt, okay, da ruft man jetzt mal irgendwelche Plätze ab, sondern die Funktionalität von TV ist ja auch noch im Vergleich zur digitalen Welt. Bei uns geht es nicht nur um Kontakte, weil das ist ja auch so die Ansicht, oftmals im digitalen Bereich, Kontakte. Aber für mich ist ja schon die Frage, wo findet denn der Kontakt überhaupt statt? Und wenn ich auf einer Newsseite bin im Internet, wo gerade über einen Autounfall berichtet wird und nebendran kommt dann, die entsprechende, was weiß ich, Pop-up oder sonst was von dem deutschen Automobilbauer, da muss ich sagen, ist der Kontakt ein gewollter Kontakt oder eher einer, der schädlich ist. Also ich glaube, das Thema Umfeld ist für uns ein wichtiges und auch bei dem Inventory, was wir zur Verfügung haben und nochmal, die Komplexität ist eben auch, wenn Werbungtreibende mit unseren Formaten kuscheln und mit unseren Marken kuscheln, dann geht es eben über diese Devices hinweg und da ist unser Job schon auch, komplette Angebote zu machen, die mehr sind als ein 30-Sekünder, die man beliebig um irgendwelchen Zeitschienen dann ersteigern kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und Andreas, nochmal Frage an dich. Wie werdet ihr das Thema Premium dann in 2015 verkaufen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das anders als heute? Also Crossmedia und so weiter, findet das anders statt oder wird das so sein? Also wir müssen ja erst an erster Stelle herausfinden, was interessiert letztendlich den Kunden. Den Kunden interessiert das, was den Konsumenten interessiert. Und da müssen wir unsere Modelle, unsere Angebote letztendlich draufsetzen und dann daraus wird auch resultieren, wie sich Premium definiert. Premium ist ja nicht gleich Luxus, sondern Premium kann ja in unterschiedlichen Zielgruppen, in unterschiedlichen Komponenten für den einen oder anderen Kunden völlig anderen Stellenwert haben. Also den Blick ganz extrem auf das, was braucht der Kunde. Dr. Frege hat es angesprochen, die erste Frage, die gilt auch für uns, den Kunden, was ist eigentlich Ihr Ziel, was wollen Sie bewegen? So, und dann geht eigentlich erst die Maschinerie dahinter los, bevor wir proaktiv mit irgendwelchen Produkten, die vielleicht keiner benötigt, in den Markt gehen. Okay. Anderes Thema, Scott, in deine Richtung. Mark Zuckerberg hat Anfang der Woche gesagt, wir werden eine Suchmaschine starten. Der Kampf zwischen Google und Facebook nimmt ja auch an
an Härte zu. War das ein PR-Thema oder ist das wirklich etwas, woran dedizierte Teams arbeiten? Kann man sich vorstellen, dass Facebook in 2015 auch die Möglichkeit bietet, dass wir als Kunden Suchworte, also SEM-Marketing darüber machen können, Keywords einkaufen können? Ist das ein Weg, den du siehst, oder würdest du das nicht so gut sagen? Erstmal hat er es nicht so gesagt. Fangen wir damit mal an. Also er hat festgestellt, dass es auf Facebook jeden Tag über 1 Milliarde Suchanfragen tatsächlich in dieser Suchbox bereits gibt, an der nicht großartig gearbeitet wird. Ein Großteil dieser Suchanfragen ist natürlich nach Personen und Menschen, also Freunde, zu sehen, sind die denn auf der Plattform, oder auch einfach, ich möchte dem eine Nachricht schicken, deswegen fange ich an, den Namen Christoph einzugeben und dann taucht er da gleich auf, dann bin ich sofort letztendlich da. Das Suchprodukt selbst ist nicht sehr gut, muss man dazu sagen. Und das hat er auch gemeint, dass das doch verbessert werden muss. Ich glaube, Social und Suche würde natürlich Sinn machen, wenn ich unterschiedliche Signale bekomme von meinen Freunden, was für mich relevant ist oder interessant ist. Es ist nichts, an dem wir gerade aktiv arbeiten, oder speziell nach 2015 gefragt. Da schließe ich jetzt erstmal nichts aus. Nehmt ihr Google Plus ernst oder sagt ihr, das ist nicht nachhaltig? Ich glaube, jeder sollte Google generell ernst nehmen. Ich glaube aber, die Vergleichbarkeit, oder was man häufig gerne tut, ist Facebook versus Google Plus, ist eigentlich nicht richtig. Man sieht dann Google Plus singulär als ein Social Network, ähnlich wie das, was Facebook letztendlich ist. Was Google mit Google Plus macht, ist was ganz anderes letztendlich. Sie beschreiben es ja immer als Social Layer in den unterschiedlichen Produkten, und so sollte man es letztendlich auch sehen. Und Advertising-Produkte, um auf dieses Thema Advertising 2015 zu sprechen, was können wir da noch erwarten? Also ist jetzt alle Kraft auf Mobile, der Druck der Analysten so groß, dass ihr nur noch in Mobile analysiert und macht und tut? Oder gibt es sozusagen auch andere Themen, wie ist es mit dem Thema Video? Sind das Themen, an denen ihr arbeitet? Also es gibt viele Themen, an denen wir arbeiten. Das eine, Mobile, spielt letztendlich mit eine Rolle in Newsfeed. Also das zentrale Erlebnis, was ich auf einer Social-Media-Plattform habe, ist der Newsfeed. Und wenn ich dort die richtigen Inhalte, die richtige Werbung zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Menschen ausliefere, dann ist das etwas Gutes für alle. Und das ist sowohl Desktop als auch Mobile, und wenn ein anderes Gerät daherkommt, sei es auf dem Fernsehen oder auf der Xbox, dann ist der Newsfeed immer noch zentraler Bestandteil der Social Media Experience, und da wird letztendlich die Kommunikation passieren. Und da haben wir auch diesen Shift in den letzten Monaten auch gesehen, einer der wichtigen großen Veränderungen. Die anderen Punkte sind Sachen, die hier auch angesprochen worden sind, das automatisches Buying, also RTB. Wir haben die Facebook Exchange gerade vor ein paar Wochen letztendlich aus der Beta eröffnet, und ich glaube, dass die Voranschreitung von Technologie beim Einsatz und Platzieren der richtigen Werbung an die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt dramatisch an Geschwindigkeit zunehmen wird. Und ich glaube es nicht, dass es nur im digitalen Bereich passieren wird. Ich glaube, Technologie kann viele Arbeitsabläufe auch einfach verbessern. Und da können dann solche Systeme hoffentlich dann auch helfen. Und wenn man ein paar anderen Ländern schaut, und das ist jetzt nicht nur ein Facebook-Thema, sind auch Publisher, die ganz aufmachen für solche RTB-Themen, die sehen auch einen größeren Yield, größeren Revenue, einfach weil das System eigentlich offener ist, und wenn der Content wirklich gut ist, dann kriegt man auch den Preis oder noch einen höheren Preis, als was man sonst in Preisliste hat. Ich glaube, diese Art von Systemen werden deutlich zunehmen. Ich würde da gerne mal einsteigen, kurz oder eine Frage ergänzen dazu, Scott. Seht ihr, dass Relevanz, du hast Relevanz angesprochen, Auslieferung von Kommunikation, richtiger Zeitpunkt, richtige Zielgruppe, seht ihr die Tendenz oder den Trend, dass man sagt, so Social Groups gehen raus aus dem großen Bereich für alle da, zu sagen, so, es wird jetzt auch die Interessenbereiche geben, es wird jetzt kleinere geben, sei es jetzt, dass sie eigene Namen bekommen oder dass man dort noch speziell auf Zielgruppen eingeht? Also Zukunft? Einzelne Cluster oder ähnliches. Circles, wie auch immer du es nennst.
Ja, das passiert jetzt schon bei uns, also was man bei Facebook traditionell ja schon immer tun konnte, über auch ein automatisiertes System, in diesem Fall ist es nur unser eigenes, unser proprietäres, ist nach Demografie auszusuchen. Des Weiteren kann ich ja letztendlich nach Interessen, wenn jemand bekundet hat, dass er Bergsteiger ist und ich ein Ausrüster für Bergsteiger Equipment bin, habe ich eine sehr, sehr enge Zielgruppe und so bauen sich auch Unternehmen ihre eigenen Cluster basierend auf diese Informationen. Und wir teilen natürlich nie persönlich identifizierbare Informationen von links nach rechts, aber dann kann ich mir ein Cluster aufbauen, wenn ich sage, vielleicht Frauen und Demografie und vielleicht noch folgende Interessen und Geografie, also dann Location-based Sachen. Das kann man sich letztendlich über das Tool letztendlich jetzt schon zusammenstellen. Frage an Markus Freiker, wenn wir jetzt Facebook mit den Initiativen hören und haben jetzt hier zwei Medienunternehmen, Burda und Pro7Sat1, aus Advertising-Sicht 2015, welches der Big Four ist das größte Bedrohungsrisiko für die Medienunternehmen in Deutschland? Also Andreas Schilling, du hast ja neulich gesagt, Google macht heute schon mehr Anzeigenumsatz als alle Verlage zusammen in Deutschland. Da sind wir natürlich schon, da ist schon ein riesiger Zug, ein ICE, der sozusagen an den Medienunternehmen im Anzeigengeschäft zwar mit einem anderen Modell, aber an uns vorbeigerauscht ist. Und es gibt sicherlich da jetzt interessante und starke Initiativen, da auch gegenzuhalten. Aber wie ernst zu nehmen ist eine Apple, eine Amazon, eine Facebook? Sozusagen für die klassischen deutschen Medienunternehmen, wie sollten sie sich verhalten? Was ist da zu tun? Also ich würde die Big Four nach ihren Geschäftsmodellen ein bisschen unterscheiden wollen. Und die Herausforderung ist natürlich bei einigen dieser Spieler für die traditionellen Medienunternehmen, dass nicht alle dieser Big Four mit Medieninhalten originär oder primär Geld verdienen müssen. Weil Apple kann auch seine Devices verkaufen, die machen zwar inzwischen wohl mit iTunes auch Geld, aber die haben halt eine Umwegrentabilität. Ähnlich ist es bei Amazon, die wollen natürlich Traffic zu ihrer Storefront bringen, um dann ihr E-Commerce zu treiben. Nicht umsonst steigen Walmart oder Mediamarkt Saturn, die auch in Deutschland überlegen, natürlich auch in dieses Geschäft ein. Und da geht es einfach um Traffic-Sicherung für das traditionelle Geschäft. Für die traditionellen Werbeanbieter ist sicherlich Google die größte Herausforderung. Google ist ein Unternehmen mit weltweit 11.000 Werbeverkäufern, die im Online-Bereich heute schon eine End-to-End-Kompetenz haben, mit Invite Media eine Demand-Side-Plattform, mit DoubleClick Exchange und Ad-Exchange, mit Google Ad Networks ihr eigenes Network und mit AdMel eine Supply-Side-Plattform und sind natürlich über YouTube letztendlich auch Publisher. Das ist mal ein echtes End-to-End-Geschäft. Die spannende Frage ist nur, glaube ich, bei den Dingen wie Real-Time-Bidding oder auch bei den Inhalten. Am Ende des Tages müssen diese Dinge genutzt werden und sie müssen Inventar haben. Sie müssen einerseits Inhalte haben, damit der Verbraucher sie interessant findet. Und das ist die Frage eben der heutigen Medienhäuser. Erlauben wir YouTube groß zu sein, beziehungsweise haben wir Rechtsvertrauen, dass Piraterie uns nicht alternativ substituiert? Weil, nehmen wir das Beispiel The Voice oder US-Serien, es ist schon immer noch so, dass die Free-TV-Sender in Deutschland, wenn ich die öffentlich-rechtlichen Pro7 Sat1 und RTL nehme, in Summe jedes Jahr 1 Milliarde Euro für US-Lizenzinhalte ausgeben. Der Online-Videomarkt ist weit kleiner. Das heißt, ich brauche eine hohe Bereitschaft, hier richtig Geld zu versenken, weil die Studios natürlich aus der Logik kommen. Das sieht man auch ganz klar bei Netflix. Unser Kuchen soll größer werden. Wir erlauben erstmal jedem, der die Nachfrage stimuliert und Wettbewerb schafft, dass unsere Preise steigen, sein Angebot zu machen. Der kann auch günstig einsteigen, wie Netflix das konnte. In dem Moment, wenn dann aber die nachgelagerten Verwertungsstufen der Schreien anfangen, dass die Umsätze wegbrechen, gehen die Preise hoch und dann ist die Frage, wie attraktiv ist das Angebot wirklich. Und ich glaube, Netflix in den USA war ein Preisarbitrage-Spiel gegenüber den teuren Kabel-Subscriptions. Von Hulu hört man ganz klar die Vorgabe, nicht umsonst hat der Verkauf nicht geklappt, das Angebot nicht zu attraktiv zu machen, um dann auch das Syndication-Modell und die anderen Monetarisierungsformen der traditionellen Medienunternehmen, die einfach immer noch auf viel, viel größeren Umsatztöpfen sitzen, zu substituieren. Also die erste Frage ist, wo werden Inhalte, die der Verbraucher wirklich will, verfügbar? Und da gibt es einerseits eine Verhandlungsmacht über heutige Umsatzgrößen und andererseits natürlich bei Auftragsproduktionen die Möglichkeit eines Total Rights Buyout. Und das nächste ist natürlich, wenn wir über
Ad-Exchanges oder Real-Time-Bidding-Plattformen sprechen, dann ist es in der Tat so, wie Scott Woods das gesagt hat, dass es etablierte Spieler gibt, die sich da öffnen. The Telegraph zum Beispiel war der erste Publisher, der sein Inventar auf einer Real-Time-Bidding-Plattform verfügbar gemacht hat. Und ich glaube, das waren 1 Milliarde Page-Impressions oder so. Da hat er 250% mehr Umsatz gemacht. Also für den The Telegraph hat sich das scheinbar gelohnt. Die Frage ist, will ich das mit Bewegtbild machen? Und hier ist, glaube ich, dann auch die nächste spannende Frage, wie stellen sich eigentlich, das Thema hatten wir vorhin, Vermarkter und Agenturen auf? Volker Helm sagte, wir haben eine Beratungsleistung. Wir sehen, Werbetreibende sind nicht bereit, für eine Beratungsleistung zu bezahlen. Das heißt, die Agentur muss sich über Einkaufsvorteile refinanzieren und da sind wir bei der Diskussion von gestern, Trade. Wenn die Vermarkter ihr ganzes Inventar an Trade geben, dann brauche ich eigentlich keinen Vermarkter, dann brauche ich nur einen Inhalteanbieter, einen Sender, der dann der Agentur mein Media-Inventar zur Vermarktung gibt. Gleichzeitig sehe ich aber, dass die Vermarkter ihre Dienstleistung ausweiten. ProSieben hat angefangen mit der Ad Factory, was, glaube ich, eine Agenturleistung vergleichbar ist, wo man medienübergreifend integrierte Angebote macht, sind mit Sugar Ray in kreative Bereiche vorgestoßen, sodass man sich da auch versucht, über eine Ausweitung des Dienstleistungsspektrums zu wachsen. Dann ist natürlich die Frage, okay, wenn jetzt die Inventarinhaber Agenturdienstleistungen anbieten und Werbetreibende gleichzeitig in Technologie investieren, weil bei Daten geht es ja auch immer um die Frage Vertraulichkeit, Proprietarität und zumindest von Procter und Unilever hören wir, dass die ganz klar selber in Technologie investieren, eigene Kompetenzen aufbauen. Und dann ist natürlich die Frage, werden die Agenturen disintermediiert? Und also das ist, denke ich, nochmal eine spannende Frage, wo insbesondere Vermarkter und Agenturen sich noch finden werden müssen. Aber um auf die Frage nochmal eine kurze Antwort zu geben, die größte Bedrohung geht aus eurer Sicht von Google. In der Werbung von Google, ja. Mhm. Seht ihr das auch so? Ja, Christoph, die sehe ich auch so. Erstmal, die haben ja fast monopolistische Strukturen und dann ist es schon auch ein ungleicher Wettbewerb, wie wir gestern auch schon ganz deutlich gesehen haben. Also von der Seite, und was da jetzt schon Volumen abgegriffen wird, ich meine, dennoch wird immer noch was übrig bleiben von dem Topf. Aber ich sage jetzt mal schon, die größte Bedrohung sehe ich schon auch aus dem Bereich Google. Andreas, wie siehst du es? Also die Aggressivität unserer Wettbewerber, und das sind vor allem die amerikanischen Wettbewerber, ob das die Big Four sind, ob sie es bleiben, die wird auf jeden Fall zunehmen, denn sie beherrschen Technologien, kontrollieren Inhalte und Daten, das ist Fakt. Und entsprechend muss auch an jedes Unternehmen, sowohl, denke ich, Werbung treibender, als auch Medienunternehmen sehen, wie man sich dagegen aufstellt. Wenn ich den Blick aus Sicht Hubert Burda Media sehe, wenn man mal so einen 10-Jahres-Vergleich macht, 2001, lag unser Umsatz bei 1,4 Milliarden, der speiste sich aus 190 Millionen Digitalgeschäft und 1,2 Milliarden klassischem Geschäft. 10 Jahre später, 2011, wurden aus den 190, 140 Millionen digital und das klassische Geschäft bei 1,2 Millionen, macht 2,2 Milliarden. Damit haben wir das erfolgreichste Ergebnis der Konzerngeschichte. So, und seit wann gibt es Google? Seit 15 Jahren. Das heißt, es geht doch heute darum, für die Medienunternehmen, wir kommen nicht daran vorbei, dass wir diese neuen Technologien beherrschen und dann entsprechend anwenden auf unser Portfolio, auf unsere Geschäftsmodelle. Letzte Frage, bevor wir als Auditorium die Fragen eröffnen. Scott, du hast ja auch mal in Verlagen, renommierten Verlagen gearbeitet. Wie schaust du denn auf die Diskussion, die dort, du hast bei Google gearbeitet, wie ist denn deine Sicht, was würdest du denn den deutschen Medienunternehmen, wir haben jetzt zwei, wie ich finde, erfolgreiche Cases mit ProSiebenSat.1 und auch mit Burda, die trotz starker Digitalisierung und Bedrohung sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis stark gewachsen sind. Was ist denn deine Empfehlung, wenn du jetzt mal den anderen Hut aufsetzt, in deinen alten Jobs, was würdest du den Medienunternehmen empfehlen? Jetzt hast du mich ganz schön. Das wird schwierig. Ich würde Ihnen empfehlen, Sachen zu testen, etwas risikoreicher mit technologischen Innovationen umzugehen. Ich weiß nicht, ob ich sofort sagen würde, Ruder ganz herumreißen, das würde ich natürlich nicht vorschlagen. Aber offen zu sein für neue Technologien, die man entdeckt, die von anderswoher kommen und
jetzt weiß ich nicht, welches Szenario es genau ist, aber zu testen, funktioniert so etwas für mich und dann gegebenenfalls auch auf andere Plattformen oder auf meine größeren Marken letztendlich zu übertragen. Das gilt im Übrigen, glaube ich, auch nicht nur für die Medien selbst, sondern auch für die Werbetreibenden. Gerne auch mal zu sehen, wenn wir über 2015 sprechen. Ich glaube, in 2015 wird sich schon vieles wieder weiterentwickelt haben. Ich sitze hier und sage heute, jetzt Mobile ist extrem wichtig. In 2015 ist es vielleicht ein absoluter Standard. Und ich glaube, man muss die Trends versuchen zu verstehen, bevor sie einen überrollen. Und das gilt letztendlich für alle, die letztendlich am Markt sind. Und das wäre, was ich empfehlen würde. Also, Sie sind gerne eingeladen zu fragen. In der Zeit, wo Sie überlegen, frage ich den Volker Helm nochmal, was wird sich denn an den Skills der Mitarbeiter in eurer Agenturgruppe Serviceplan, aber auch in den Medienunternehmen, was werden wir für Typen brauchen 2015, um so ein komplexes Geschäft mit Realtime-Bidding und Marken und verschiedene Kanäle, die immer enger zusammenwachsen, was brauchen wir da für Typen, die so eine Komplexität bewältigen können? Also zum einen glaube ich nicht, dass das ein Agenturthema ist, sondern es ist ein Branchenthema. Scott hat das ein paar Mal jetzt auch gemacht, den Punkt, Technologie ist wichtig, Verständnis dafür, wie gehe ich damit um, wo gehen Trends hin, heute schon zu wissen oder zumindest das zu erahnen, wo die Reise hingeht, was im Ausland passiert, in den Ländern, die unter Umständen weiter sind in der Mediennutzung, als wir es sind. Heißt, wir werden auch in Zukunft und gerade im Jahr 2015 qualifizierte Mitarbeiter brauchen, wo wir heute auch aus den traditionellen Ausbildungsgängen, Studiengängen vielleicht mal rechts und links schauen müssen. Das sind dann Informatiker, Stichwort Big Data, wie gehen wir damit um? Wer kann selektieren? Wer kann wirklich bestimmen, welche Daten wir benötigen, um Kommunikation daraus ableiten zu können, um die Zielgruppe richtig zu erreichen? Geht aber auch dahin, in der Exekution, Bewegtbild. Thomas Wagner hat es gesagt, auf Mobile Device muss es anders aussehen wie auf meinem Fernseher zu Hause oder in anderen Medien. Also auch dort die Abstraktionsfähigkeit zu haben, zu sagen, so wo fängt ein Stück Content an und wie wird es wo fertiggestellt und ausgeliefert. Die Berufsbilder werden anders sein. Da glauben wir dran, die werden ergänzt werden. Spezialistentum wird wichtig sein, aber eben auch der Generalist. Und dann kommen wir zu unserer Position der Agentur, ganzheitlich beraten zu können und da dann aufzuzeigen, so das ist der richtige Kanal, das ist das richtige Vehikel, um meinen Content, den ich habe, relevant an die Zielgruppe zu bringen. Und natürlich, und jetzt du hast Serviceplan einmal angesprochen, wofür wir natürlich auch stehen, ist nicht das Mediale im Singulären betrachtet, sondern auch die gesamte Klaviatur unter einem Dach zu haben, wo wir sagen, so da entsteht dann wirklich der Mehrwert und der Benefit draus, dann zu sagen, so da gibt es eine Online-Agentur, die online umsetzt, es gibt die klassische Agentur, es gibt aber auch PR, um dann zu sagen, so wie sieht die PR aus oder wie sieht Corporate Communication aus, wenn sich eine Marke darstellt in den Medien heutzutage. Und da sind wir, glaube ich, alle aufgefordert, dort zu schauen, wo die Reise hingeht, dafür zu sorgen, dass wir zum einen heute anfangen, Talente aufzubauen, zu identifizieren und aufzubauen, schwieriges Thema. Du hast es erzählt, ich habe die letzten 2,5 Jahre in Hamburg gelebt und habe dort gemerkt, wie schwierig der Arbeitsmarkt ist. München, kann ich sagen, ist nicht viel anders, heißt aber für uns auch, dass wir neue Wege gehen müssen. Da gibt es die erste Frage. Ich weiß nicht, wie wir das mit dem Mikro machen. Vielen Dank. Ja, dann ganz kurz noch einmal nur das Wichtigste. Die Smartphones haben eine ganz, ganz, ganz smarte Schnittstelle über die Wireless-Local-Area-Netzwerke. Ich denke, da kann man die Kunden, die Käufer, an der richtigen Ort, an der richtigen Zeit, mit der richtigen Information erreichen. Wieso nutzt man das nicht? An die Runde. Wer möchte die Frage beantworten? Also ich denke, Sie sprechen das Thema Location-Based Services an, wo eine Aussteuerung auch nach einem Aufenthaltsort und nach einem Interessengebiet sichergestellt werden kann. Auch da sehen wir einen Trend,
der dahin geht, dass ich auch Plakate, sei es jetzt, dass ich einen QR-Code einscanne oder dass ich ein Angebot bekomme, oder wo ich im Grunde eine Shop-Zuführung sicherstellen kann, weil ich unterstelle, da kriege ich einen Voucher oder einen Rabatt. Ja, das ist ein Thema, das extrem wichtig ist. In Deutschland ist das Thema Daten dort auch ernst, was diskutiert wird. In anderen Ländern sind wir da bestimmt weiter. An die Kollegen, die dort internationale Erfahrungen haben, können da gerne damit einspringen. Aber das ist etwas, wo die Relevanz heute sehr groß ist. Und ich kann jetzt nur für uns als Agentur sprechen, dass wir als einen der Trends sehen. Und wir haben vorhin, du hast es vorhin angesprochen, Christoph, auch das Thema QR-Code bis hin im TV umzusetzen. So, wo ist die Verlängerung von einem Bewegtbild ins Bewegtbild rein oder auf eine Website? Das sind Themen, die ich dann auch mitnehmen kann. Also ich habe dann den zu Hause gesehenen TV-Spot mit QR-Code, habe Content, den ich dann bei mir habe. Ich bin total bei Ihnen. Ich glaube auch diese... Heutzutage wird es letztendlich durch die Lokalisierung der Devices sichergestellt. Wir sehen einen großen Benefit darin, weil das ein Gerät ist im Gegensatz oder in Ergänzung zu dem Screen an der Wand, das personalisiert ist. Also ich weiß, wer hat den, zumindest wer zahlt die Rechnung, wer hat den Vertrag unterschrieben, bis hin, wo hält er sich auf? Da sind wir wieder beim Thema Datenschutz. Wenn ich heute nach Hamburg fliege und dort lande und gehe wieder aus meinem Flugmodus raus, warum kann ich da nicht gleich das Taxi bestellen oder kann ich es? Oder habe ich schon mein Hotel gebucht? Das sind ja Angebote, die dadurch sichergestellt werden können. Ja, also ich glaube auch die Verbindung von mobil und local gemeinsam, eigentlich also dieses beides zusammenzuführen, eigentlich ein sehr, sehr großes Thema tatsächlich sein wird. Wir sehen es in anderen Ländern schon, wo mobile Nutzung deutlich größer ist, was vor ein paar Ländern auch schon gesagt. Also gerade auch Kampagnen, wir haben jetzt eine Sache in Japan gehabt, Lawson's, die hatten Fried Chicken im Angebot und haben ein Facebook-Angebot gemacht und Hunderte von Tausenden haben das angesprochen und 95% mobil. Und die können natürlich auch dann wirklich nachvollziehen, wie viele Leute in den Store reinkommen und tatsächlich das Angebot dann auch wahrnehmen. Und das ist natürlich ein absolut spannendes Feld. Ne? Gibt es weitere Fragen? Hier ist die Chance jetzt wirklich mal kritisch. Die Vertreter hier vorne. Ja. Und dann es war spannend, gestern beim Mediengipfel gab es eine ähnliche Zusammensetzung auf dem Podium und es gab ein ähnliches Bedrohungsszenario. Also dort wurde ebenfalls genauso wie hier einhellig Google so als der wesentliche Bedrohungsfaktor gesehen. Und gestern ist aufgefallen, da war der Ruf unisono nach Regulierung. Vorausgesetzt, Sie würden das jetzt unterstützen. Glauben Sie, dass die Konsumenten, so wie die sich in den letzten Jahren emanzipiert haben, dass sie sich von Regulierung werden beeinflussen lassen? Also ich war bei der sogenannten Elefantenrunde dabei und ich habe es anders verstanden. Mein Eindruck war, es war eher der Ruf nach weniger Regulierung. Bloß wenn Regulierung stattfindet, dann muss sie unisono für alle Anbieter gleichermaßen stattfinden. Und das ist ja genau unser Problem, was wir haben. TV, Radio ist ja absolut überreguliert, um das mal so auszudrücken. Und letztendlich in der heutigen Zeit, wo TV-Inhalte auch im digitalen Netz stattfinden, ist überhaupt keine Regulierung. So, und ein Monopolist wie Google muss sich überhaupt keinen Regulierungsthemen unterwerfen. Und das ist ja nur das, was wir kritisieren, dass wir sagen, das ist ja ein völlig ungleicher Wettbewerb. Und ich meine, in unserem Geschäft, und da muss man gar nicht so weit gehen, wird es ja schon absurd. Ich meine, die einen oder anderen werden es von Ihnen wissen, wir setzen uns momentan mit dem Thema auseinander, regionalisierte TV-Werbung. Also das heißt, wir wollen mittelständischen Unternehmen, die eben nicht national distribuieren, aber trotzdem ins Fernsehen gehen wollen, die Chance öffnen, ins Fernsehen zu gehen. Ja, wir sind mit allen Landesmedienanstalten mittlerweile im Gespräch, weil die ZAK keine Entscheidung getroffen hat. Und auf der anderen Seite muss ich aber dann heute lesen, dass es eine G7-Initiative von Print gibt, quasi, wo man sich auf nationale Vermarktungspakete entsprechend geeinigt hat. Ich meine, für Radio gibt es immer schon die nationale Kombi, die öffentlich-rechtlichen Radiovermarkter vermarkten. Und ich meine, wer kann denn in der heutigen Zeit tatsächlich noch so ein
regulatorisches ja, Naturschutzgebiet für sich beanspruchen, wo die digitale Welt uns schon längst überrollt hat. Ich meine, im digitalen Bereich ist alles regional aussteuerbar. Und da muss man schon sagen, da ist die Medienpolitik, glaube ich, im digitalen Zeitalter nicht angekommen. Und deswegen, also um Gottes Willen, hoffentlich weniger Regulierung, aber dann für alle gleichermaßen. Vielleicht dazu noch ergänzen, weil ich auch vorhin zu Google was gesagt habe. Ich habe mich dem Google-Bashing von gestern in keiner Weise anschließen wollen. Im Gegenteil, ich glaube, Google bietet sehr wohl für die traditionellen Medienunternehmen nicht nur Risiken, die meiner Meinung nach tatsächlich da sind, wenn du Pro7Sat1 alle Inhalte dort verfügbar macht und Google die vermarktet. Das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Aber auch famose Chancen. Nehmen Sie die Übertragung der Olympiade in den USA. NBCU hatte die Fernsehrechte mit der Londoner Zeitzone nicht gerade glücklich für die Amerikaner, haben parallel alles auf YouTube ausgestrahlt und haben die besten Ratings je oder zumindest seit langem gehabt. Die amerikanischen Networks haben ihre neuen Serienpiloten zunächst online angeboten und wieder Universal hat eine neue Comedy, hat die besten Ratings seit 4 Jahren. Also ich glaube, Google bietet famose Chancen, gerade YouTube als Promotion-Plattform. Nur da sollte man dann eher mit Trailern draufgehen, um einfach Word of Mouth zu kreieren oder auch mit anderen Angeboten dann die Awareness oder den tatsächlichen Traffic und vor allem die Monetarisierung zu sich zu bringen. Also da würde ich mich differenzierter verstanden wissen wollen. Gut, da hinten ist noch eine Frage. Frage an Herrn Helm und Herrn Dr. Ferker, was Sie ja für die Zukunft glauben, was auf die mittelständischen und kleineren Agenturen zukommt. Glauben Sie, dass da ein Agentursterben vielleicht vorankommen kann, gerade wenn Herr Dr. Ferker sagt, für Beratung sollen nicht mehr bezahlt werden? Sie, Herr Helm, sagen sicherlich etwas anderes. Es muss die Sonderberatung, die allumfassende Beratung und die Spezialisten geben, die vielleicht nicht mehr da sind. Also was passiert? Also ich glaube, Agentursterben muss es nicht geben, wird es vielleicht auch nicht geben. Eine Agentur, die eine relevante Dienstleistungskompetenz hat, die vom Kunden nachgefragt wird, wird potenziell von der Group M oder anderen gekauft werden. Also ich glaube, das ist ein Trend, den wir sehen, Konsolidierung, also nicht unbedingt sterben. Und dann wird es sicher Nischenanbieter geben, die eine entsprechende Kompetenz haben. Und ich glaube, Herr Helm kann am besten was zu Serviceplan sagen, die ja auch mal klein angefangen haben, aber mit ihrer integrierten Leistung genau, inzwischen weltweites Renommee haben. Also nur im Grunde dazu ergänzend, wir sind eine mittelständische Agentur, sehen uns auch so, eben nicht das globale Netzwerk und sehen dadurch auch in der Diskussion mit Werbungtreibenden, mit der Industrie immer wieder Vorteile und sehen da auch die Differenzierungsmöglichkeiten, um uns zu positionieren, absolut. Und der liegt dann im Großteil in der Qualität, in der Innovationskraft und das eben nicht nur in Werbemittelerstellung, Werbemedienerstellung, sondern auch in Tools, dort Intelligenz reinzubringen, die dort den Mehrwert dem Kunden gegenüber bieten. Ich glaube auch, dass es dort kleinere Agenturen geben kann und geben wird, die auch Spezialagentur sein können, ja. Und dass es da auch eine Daseinsberechtigung gibt, ja. Sie haben das Thema angesprochen, dass Sie im Hinblick auf 5 Jahren eine Mischung brauchen aus Spezialisten. Jetzt ist nur die Frage, jetzt als Hochschulabsolvent sind ja die Studiengänge doch mehr breit gefächert. Wie schaut denn Ihrer Meinung nach der ideale Absolvent aus? Was muss er mitbringen? Und wie informiert er sich denn am besten? Weil wenn Sie sagen, Sie suchen Talente und die sollen, ja, Individualisten sein und da besonders gut sein, wo kriegen Sie diese Qualitäten her, wenn Sie auf einer, ja, ist jetzt egal, ob staatlich oder privaten Uni sind, wenn die Studiengänge nicht so spezialisiert sind, wie vielleicht von Ihnen erwartet wird? Also wenn es hier Studenten im Raum gibt, es gibt eine in diesem Jahr gegründete Serviceplan Universität, die in Kooperation mit der Steinbeis Universität in Berlin gegründet wurde, wo wir seit diesem Jahr Studiengänge anbieten, wo wir in einem dualen System sowohl in der Agentur als auch in der Steinbeis Universität diesen Studiengang anbieten. Das ist der Master of Scientist, wo wir dann im Grunde unterschiedliche Bereiche darunter haben, die von online, die über Markenführung, die das gesamte Agenturspektrum anbieten. Und darüber hinaus auch den IT-Technologie und auch den beraterischen Bereich dort verbunden wissen. Okay. So, eine Frage war hier vorne noch, genau.
Mikro kommt. Darf ich zur letzten Frage noch mal schnell was sagen, ja, obwohl ich nicht von der Agentur bin? Das wäre noch ein Rat. Auch das. Aber auch da Mut zu beweisen, Quereinsteiger und gerade was neue Technologien angeht, auch jüngeren Mitarbeitern, die aufwachsen mit einer anderen Wahrnehmung von Technologie und wie ich damit umzugehen habe, denen einfach mehr Vertrauen entgegenzubringen. Es sind jedem Unternehmen letztendlich, wenn man Berufsanfänger ist, da muss man sich erstmal irgendwie hocharbeiten. Aber häufig sind gerade bei dem Thema technische Veränderung, sind das die Leute, die verstehen, wie die Mechanismen funktionieren und da einfach vielleicht auch Jüngeren einfach mehr Vertrauen entgegenzubringen. Und das ist quer durch. Ne? Gut. Letzte Frage. Ja, guten Tag, mein Name ist Wolf Siegert und ich habe gestern eine Geschichte geschrieben, in der ich gesagt habe, Kubota ist gerade dabei auszuwandern nach Israel, weil das dort die Startup-Company und DLD in Israel stattfindet. Jetzt merke ich aber, dass die meisten Boda-Leute doch alle hier sitzen. Also konkret die Frage, was sind alle gestern Abend zurückgekommen. Ja gut, genau. Was von unserem Geschäft, was wir gemeinsam betreiben, hat noch nationale Grenzen und unterliegt dort besonderen Regeln und wie weit ist dieser Markt, den wir betreffen, noch zu backen haben, wirklich in dieser weltweiten Community heute schon zu definieren. Pardon. Und damit auch als Rückgriff zu unserer eigenen Geschäftstätigkeit noch zu sehen. Also die Frage, wie national oder international muss man sein, um letzten Endes erfolgreich global sein zu können. Vielleicht kann ich sogar jetzt mal ganz kurz meine Rolle verlassen und sozusagen als Vertreter von Tomorrow Focus oder Boda antworten. Die Frage ist für uns eigentlich die zentrale Frage für das Jahr 2013. Wir gucken uns jedes Geschäft an und sagen, wo können wir National Hero sein und bleiben und wo gibt es so starke Crossover-Effekte, dass wir einfach international gehen müssen. Und der Begriff Medienunternehmen ist für uns, auch eine Holiday Check ist für uns als Beispiel, hat eine Daseinsberechnung in einem Medienunternehmen, weil wir verstehen es mit Endkunden Beziehungen aufzubauen, wir verstehen ein Vermarktungsgeschäft, auch die Konsumenten, die bei Holiday Check schreiben, sind für uns Medienpartner. Und da haben wir zum Beispiel für uns die Entscheidung getroffen, dass so ein Geschäft so viele Crossover-Effekte hat, dass wir dort international gehen müssen. Elite-Partner ist ein Geschäft, was man voll national fahren kann. Zeitschriftengeschäft, Andreas, musst du gleich mal beantworten, glaube ich, hat auch andere Gesetze. Ich glaube, man kann die Frage für ein Unternehmen nur Geschäftsmodell pro Geschäftsmodell für sich entscheiden, aber es wird einzelne Geschäftsmodelle geben, die aus unserer Sicht keine Chance haben zu überleben, wenn man sie nur national betreibt. Ja, wenn ich vielleicht ergänzen darf, ich würde uns heute als international ausgerichtetes mittelständisches Unternehmen betrachten, durchaus, Hubert Burda Media. Und die Technologien geben es ja vor, dass sie grenzenlos denken müssen, automatisch. Sie müssen ihre Kernmärkte im Griff haben, müssen sehen, dass sie da Wachstum produzieren, wo es noch möglich ist. Und ansonsten müssen sie international gehen, genauso wie sie digital gehen müssen. So, ich muss jetzt ganz hart in die Abschlussfrage reingehen. Ich fange mal bei dir an, Thomas. Die Abschlussfrage lautet Richtung 2015. Was ist die wichtigste strategische Aufgabe in deinem Geschäft Richtung 2015? Was ist sozusagen die Hauptpriorität im Advertising-Bereich, um dort richtig aufgestellt zu sein? Ich glaube, das ist nach wie vor das Thema, den Wirkungsnachweis, den wir aus TV kennen und führen, auf die neuen Devices zu übertragen. Denn für alle Werbepartner ist das Thema Wirkung nach wie vor mit einer der größten, aber teilweise auch sehr mysteriösen Fragen, insbesondere den neuen Angebotsformen der digitalen Welt. Und wie gesagt, da kommen wir eben auf diese Screens zu sprechen. Und unser Ziel ist natürlich, auch da die richtigen Antworten zu haben, um da in dem ganzen Dickicht der digitalen Angebote ein Leuchtturm zu sein. Volker? Für uns steht der Konsument auch 2015 im Mittelpunkt, viel über ihn zu wissen, über die Touchpoints, mit denen er interagiert, mit einer Marke kommunizieren will, den Content, sei es jetzt nur in Anführungsstrichen auszusteuern als Mediaagentur oder auch mitzukreieren mit den Marken gemeinsam und umzusetzen mit der Agenturgruppe, halten wir als einen der wichtigsten Bereiche und dort eben auch die Nähe zu generieren durch regionale Nähe, durch die Nutzung von Daten. Spannend. Für euch, für McKinsey? Ich glaube, integrierte Konzepte über Board, Owned und Earned, also dass die eigene Unternehmenswebseite eingebunden wird in die Mediastrategie und dass der Kunde eigentlich über seinen Tagesverlauf verfolgt werden kann,
und in seiner Parallelnutzung überall erreicht wird und das aber auch entsprechend nachgewiesen gemessen. Da wird sicherlich das Stichwort Vorscreen-Währung auch ein sehr relevantes sein. Spannend. Scott, für euch? Also, so weit im Voraus zu schauen, ist für uns, glaube ich, generell schwierig. Gibt es denn Facebook 2015 noch? Ich gehe stark davon aus. Lade mich gerne wieder ein für 2015, dann komme ich wieder. Wir haben unterschiedliche interne Slogans. Eine davon heißt We're 1% Done. Also wir sind gerade erst am Anfang einer Reise von einer Technologiewende, die sich gerade um Menschen herum aufbaut und nicht mehr um Dinge. Und wie dann das Marketing und das letztendlich die Frage auf diesen Systemen funktioniert, da sind wir auch gerade am Lernen. Nachweise zu erbringen ist auch wichtig. Aber die Produkte werden sich weiterentwickeln und die richtige Art und Weise von Werbung für das Medium mitzukreieren, wird uns die nächsten 3 Jahre noch beschäftigen. Gut, Andreas? Ja, ich würde mich meinem Kollegen auf Rechtsaußen anschließen. Es geht letztendlich um den, oder als Vertreter der Gattung Print, um den Nachweis der Werbewirkung. Und wir, die Verlage, haben ja die große Initiative des Ad Impact Monitors gestartet, Europas größte Werbewirkungsstudie. Und wir werden eben in den nächsten Wochen auch hier den Nukleus letztendlich präsentieren, nämlich wenn es darum geht, Ad Impact Monitor, AIM, AIM is Shift, und da eben auch nachweisen, wie die einzelnen Medien unterschiedlich wirken und welchen Beitrag dann auch Print leisten wird. Ja, ich darf mich herzlich bei den Herren bedanken. In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass wir natürlich den Diversity-Fehler des Tages gemacht haben, dass hier wieder nur Herren sitzen. Das werden wir bestimmt nächstes Jahr ändern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, auch für die spannenden Fragen. Ich habe eine Menge dazugelernt. Ich fand, dass alle sehr offen und klar geantwortet haben, dass das hier kein Sales Pitch war. Fand ich sehr gut, weiß ich sehr zu schätzen. Und ich freue mich sehr. Wir werden den kompletten Part auf verschiedenen Kanälen distribuieren. Ob wir es auf YouTube stellen, müssen wir noch mal gucken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.